stell dich doch mal vor. Hallo zusammen, ich bin Fabienne, ich bin studierte Ernährungsberaterin und heute bei der Firma Wunschig in Rottweil mit meiner Weihnachtsbäckerei. So, wir wollten einfach heute ein bisschen gucken, was wir an so relativ gesunden Sachen backen können, weil ich finde halt immer, Verzicht ist so die falsche Herangehensweise bei egal was. Deswegen wollen wir mal gucken, was wir für gesunde Leckereien zaubern können, dass wir einen, ja, Genuss ohne Reue haben. Und wir haben hier zum Beispiel die Marzipan-Tonka-Taler mit Mohn und dann haben wir noch, ja, die stecken jetzt leider in der Tüte, wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube, wir füllen ein paar Mal. Die Apfel-Hafer-Cookies und gerade im Ofen sind noch die Vollkornspekulatius. Die Rezepte, die findet ihr dann auch alle online unter den folgenden Links. Ja, jetzt habe ich gerade keinen Faden mehr. Was ist für dich das Wichtigste beim Kochen? Das Wichtigste beim Kochen ist für mich, also einerseits natürlich, dass es schmeckt. Dann, dass es zeitlich so machbar ist, dass man jetzt keinen Stress hat. Also ja, die meisten von uns haben einfach wenig Zeit zum Kochen. Das heißt, dass es schnelle Rezepte sind, dass es Spaß macht. Also ich weiß, wir haben nicht alle irgendwie super Spaß beim Kochen. Deswegen, ich kann stundenlang in der Küche verbringen. Und ganz wichtig sind natürlich auch die Zutaten, also was dann reinkommt. Das heißt, ja, wir haben dann großen Einfluss auf das, was nachher rauskommt bei dem, was wir benutzen. Und natürlich auch, wie sich das auf unsere Gesundheit und die Gesundheit unseres Planeten auswirkt. Deswegen achte ich da wirklich immer drauf, dass es frische Lebensmittel sind, regionale Lebensmittel, saisonale Lebensmittel und natürlich so unverarbeitet wie möglich. Also alles, was irgendwie ohne Zutatenliste auskommt, deswegen ja, einfach frisches Gemüse zu verarbeiten, da achte ich drauf, genau. Hast du ein Lieblingsrezept? Boah, die Frage ist echt gemein, weil ich muss zugeben, wenn ich koche, dann koche ich nicht nach Rezept, ich koche einfach. Das heißt, man kann so gut wie auch sagen, ja, ich koche alles nur einmal, aber wenn ich Rezepte kreiere, dann schreibe ich die ja danach auch auf und jetzt so momentan ist eigentlich wirklich ein Rezept, das ich sehr gerne mag, das werde ich auch noch posten, für Weihnachten, also ich habe ein Weihnachtsmenü quasi geschrieben und da mag ich sehr gerne das Senf-Medaillon, also das sind Puten-Medaillons, mit einer Cider-Senfsoße und dazu ein Kartoffel-Steckrübenstampf mit Rosenkohl und Möhren. Und ja, so das Geheimnis daran ist eigentlich wirklich, also einerseits natürlich die Soße und andererseits der Rosenkohl, weil Rosenkohl sich nicht gerade großer Beliebtheit erfreut, ja. Nur es kommt oft auf die Zubereitung an. Also wenn man den Rosenkohl, also ich putze den, halbiere den dann und dann wirklich nur ganz kurz in der Pfanne anbraten, sodass der gerade so durch ist, dann hat der einfach einen ganz anderen Geschmack, hat noch ein bisschen Biss, ist noch ein bisschen knackig. Und ja, das ja, ist dann mal was, wo dann die Leute sagen, wow, ich konnte sogar den Rosenkohl essen. Lass uns doch mal wissen, was deine Motivation ist. Also meine Motivation ist einfach wirklich so nach außen zu tragen, dass wir viel für unsere Gesundheit tun können, indem wir auch gesund essen, aber das ist wirklich mit Genuss verbunden. Also wir stellen uns, also oft ist eigentlich wirklich so, man stellt sich unter gesund irgendwie so ein bisschen, was nicht so Leckeres war. Also es ist immer so, wenn man jetzt Umfragen hat, gesund und lecker passt nicht so ganz zusammen. Ich versuche das immer zu vereinen und ich versuche das auch damit zu vereinen, dass wir halt mit Spaß bei der Sache sind. Also dass wir wirklich so die Leidenschaft für die Lebensmittel darüber bringen. Ich gucke einfach wirklich, dass ich regionale, saisonale Lebensmittel verwende. Am besten eigentlich aus biologischem Anbau, dass wir halt einfach auch so den Umweltaspekt noch im Hinterkopf haben und das Ganze wirklich ja, mit Freude zu einem leckeren Essen verarbeiten. Und das muss nicht irgendwie aufwendig sein, es muss nicht schwierig sein. Und deswegen ja, biete ich auch Kochkurse in dem Bereich an, also dass man da wirklich so ein bisschen spielerisch an die Sache rangeht. Wie kann ich einen Kurs bei dir buchen?
Also ab Januar findet ihr die dann auch auf meiner Homepage. Ansonsten mache ich oft bei Instagram Werbung. Da kann man mir dann auch schreiben, also gern auch einfach per E-Mail melden, wer Interesse an einem Kochkurs hat. Der erste Kurs geht ums Thema Fett. Das ist auch wieder so eine Sache. Mal war das Fett irgendwie komplett verteufelt, dann eben wieder nicht so. Jetzt gerade so mit dem Trend Keto gehen, da kommt das Fett eigentlich wieder zurück in die Küche. Es ist aber ganz, ganz wichtig zu wissen, was man mit welchem Fett macht. Und deswegen mache ich unter anderem auch diesen Kurs oder auch natürlich privates Coaching oder Beratung, weil es einfach ein paar Sachen gibt, auf die man achten muss. Ansonsten ist wirklich so, auch noch passend zu meiner Motivation, jeder Mensch ist unterschiedlich und man kann uns nicht alle über einen Kamm scheren. Deswegen schaue ich wirklich ganz persönlich nach jedem und jeder Einzelnen, dass wir da so eine individuelle Lösung finden. Weil ich sage jetzt mal so, wir haben alle einen anderen Alltag, wir haben alle einen anderen Körper, wir verstoffwechseln alle komplett unterschiedlich und da gibt es einfach nicht diese eine Masterlösung. Erzähl doch mal, wie kam es zu dieser Einladung? Im Herbst, also ich weiß nicht mehr genau, wann das war, vor ein paar Wochen, habe ich auf jeden Fall die nette E-Mail von der Frau Schick bekommen, dass wir so ein bisschen was Weihnachtliches planen, weil es ist ja auch nicht meine erste Kochaktion hier in der Showküche. Ich war vor einem Jahr schon mal hier und da haben wir eigentlich wirklich richtig gekocht. Und jetzt gerade zur Adventszeit wollten wir halt so ein bisschen Inspiration geben, was die Kunden noch so backen können. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es geklappt hat. Also, dass wir hier nicht in einem kompletten Lockdown sind oder so, sondern dass wir wirklich die Möglichkeit haben, auch den Leuten was zu bieten beim Einkaufen. Und ja. Vielen Dank für das Interview. Werden wir dich wiedersehen? Sehr gerne, das hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung und ich hoffe doch, dass wir uns wiedersehen, weil geplant haben wir nämlich, dass wir am 11. und am 18. nochmal hier backen werden.